Otto.de präsentiert Ihnen zwei Banken für die V7 Plus Wette am Sonntag, den 6. Februar 2022. Meine erste Bank ist im 5. Rennen der V7 Plus Wette. Das ist das 8. Rennen der Karte und es ist Heavy Enemy mit dem Goldhelm Michael Nimczyk. Er hat ja eine Wahnsinnsform momentan in Schweden und vielleicht kann er das auf die Pferde, die hier stationiert sind, übertragen. Natürlich ist mit Lupetegui ein gleichwertiger Gegner mit dabei, aber ich setze auf Rennerfahrung und den besseren Rekord und wir blicken mal in das letzte Rennen aus Gelsenkirchen. Heavy Enemy sehen wir hier im Schlussbogen an der Spitze. Das gefolgt von Robin Bott und in dritter Position sehen wir dann Baby Royal und Robin hier mit Kobe Stream. Und Heavy Enemy kommt hier mit der Führung. Es war ein sehr schnell gelaufenes Rennen. Schauen Sie mal auf die Zwischenzeiten. 1:15.3, 1:14.7 und 1:17.7. Insgesamt kommt man in einer 13er Zeit hier nach Hause. Und das Rennen wurde dann in 1:15.5 gewonnen. Und hier sehen wir, Kobe Stream geht schon fürs Auge manchmal besser. Aber Heavy Enemy möchte sich einfach nicht geschlagen geben, kommt immer wieder zurück und hat dann die Nase vorn. Und aufgrund dieser Rennerfahrung und aufgrund der besseren Zeit geht meine Stimme an Heavy Enemy, die Bank Nummer 1. Meine zweite Bank befindet sich im 9. Rennen, das 6. Rennen der V7 Plus Wette. Es ist wieder der Goldhelm. Es ist Ito mit Michael Nimczyk im Wagen. Nach dem letzten 2. Platz mit einer sehr defensiven Fahrweise von Wolfgang Nimczyk denke ich, dass Ito hier zum Sieg steht. Er kann sehr, sehr gut eintreten und wird sich das Rennen vorne gestalten. Und dann denke ich, dass der Hauptgegner Karel G. Greenwood es etwas schwerer haben wird, so wie einst Mokric, der auch außen herum musste zu Ito. Wir schauen mal hier in das letzte Rennen von Gelsenkirchen und da sehen wir Ito noch am Schluss des Feldes und vorne Janine Go an der Außenseite, innen ist Westerburgeron, dahinter sehen wir die Pferde an der Innenseite Henriette Sisu, 15 Juin, jetzt wird auch Blizzard PS eingesetzt und Ito immer noch hier letztes Pferd mit Wolfgang Nimczyk, der versucht nach einer Slalomfahrt denn durch das Feld durchzufahren. Während hier vorne natürlich die Messe schon gesungen ist für Westerburgeron. Der löst sich hier mit Robin Bott. Und schauen Sie mal auf Ito, jetzt in der Bahnmitte mit dem blauen Dress, jetzt nach innen steuernd, schafft er hier noch einen sehr, sehr guten 2. Platz. Er ist das schnellste Pferd im Einlauf. Und somit denke ich, dass Ito mit einer veränderten Taktik hier in Mariendorf die Bank Nummer 2 ist.